Wir freuen uns als erstes im zweiten Schaublock über Pferde, die vielleicht wieder aus dem Fernsehen kennen. Gerade in letzter Zeit gab es einige größere Dokumentationen. Wir freuen uns auf die Dülmener Wildpferde. Ja. Die Dülmener Wildpferde aus dem Meerfelder Bruch in Westfalen. Die haben doch für viele den ersten Kontakt mit dem Pferd ermöglicht. Der Junghengstefang in Dülmen, das ist ein Riesenevent mit zigtausend Zuschauern. Und die Dülmener, die Sie heute hier sehen, sind zum großen Teil auch als Jährlinge aus der Herde des Herzogs von Croy gefangen worden und sie haben dann fachkundige neue Besitzer bekommen, die diese Pferde auch reiterlich und für weitere Dinge nutzen. Ganz besonders freue ich mich, dass wir Jana Kamps, früher Jana Ruff, heute hier begrüßen dürfen. Aus dem Besitz von Britta Becker hat sie mitgebracht, Pinocchio 135. Das ist die Dame vorne ohne Sattel. Und sie hat wohl mit Pinocchio den erfolgreichsten Dülmener unterm Reiter, den wir überhaupt kennen. Dieses Pony wurde als Jährling gefangen in Dülmen, wurde gezähmt und aufgepäppelt, wurde dann ganz in Ruhe angeritten und dann kam Jana Ruff in den Stall von Britta Becker und hat sich der Ausbildung dieses Pferdes angenommen. Und siehe da, der jetzt 18 Jahre alte Dülmener beherrscht heute Lektionen der hohen Dressur und er hat in vielen L-Dressuren mehrfach gesiegt. Und als wir ihn hier beim ersten Sommerfest hatten, da prophezeite ich und sagte, wenn du so weiter ausbildest, dann wird er sicherlich auch einmal in der M-Klasse gehen. Und siehe da, er hat bei 6 Starts 3 vordere Platzierungen in der Klasse M. Das ist schon ganz anspruchsvoll mit fliegenden Galoppwechseln und Traversalen. Und es wird wohl keinen weiteren Dülmener geben, der diese Lektionen beherrscht. Herzlich willkommen, Pinocchio. Er hatte eine schwere Kolik, war voriges Jahr fast durch eine Notoperation im Tode geweiht, konnte dann gerettet werden, hat lange, lange gebraucht, bis er wieder fit war. Jetzt seit einigen Monaten wieder fit und gleich wieder hier bei uns beim Sommerfest. Pinocchio 135 mit Jana Kamps, der erfolgreichste Dülmener, den es gibt. Hier in toller Versammlung, das ist fast schon Passage. Nicht nur fast, das ist Passage. Passage mit einem Dülmener, der als Jährling als Wildpferd gefangen wurde. Tolle Trabverstärkungen haben wir gesehen. 2010 war er hier viel bejubelt. Heute 2012 nach langer Krankheit wieder bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass er hier ist. Und er wäre dann beim nächsten Sommerfest in 2 Jahren 20. Da werden wir ihn dann hoffentlich wiedersehen. Traversalen mit einem Dülmener. Das ist toll, eindrucksvoll und super vorgestellt. So, im roten Outfit, jetzt hier bei mir, das ist Fred Stargard, Reiterin und Besitzerin Selina Plogmann. Herzlich willkommen. Auch er, jetzt 13 Jahre alt, der Prinz Stargard, aus der Herde in Dülmen gefangen. Toll an das Leben als Reitpferd vorsichtig gewöhnt worden. Ein bildschöner Kerl. Ja, schöne Übergänge, Galopp, Schritt, Ausbildungsstand A fertig, A platziert. Und ich glaube, ein tolles Pferd hier für unser Programm. Cara Simone Slamka, sie reitet Billy. Herr Handung, dass jeder weiß, wo wir dran sind. Das ist der Dunkle, das ist Billy. Er ist 13 Jahre alt. Auch er wurde im Jahr 2000 aus der Herde gefangen.
dunkler Braunfarbe, sehr schöner Kerl. Auch er ist bereits in Dressuren platziert. Und vor der Kutsche hier, das ist Heinz Willi Gerards mit seinen tollen Döbenern, die ein ganz besonderes Highlight darstellen. Vier Spänner mit Döbenern, das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes. Heinz Willi Gerards mit einem super Gespann hier. Exzellente Darstellung. Und wir freuen uns, dass wir hier neben vielen, vielen Rassen auch die Döbener präsentieren dürfen. Sie sind Urpferde. In der Wildpferdebahn Döben sind sie zu Hause. Döbener sind etwa 1,25 bis 1,35 groß. Alle Falbenvariationen sind bekannt. Schöne Typen, toller Charakter und ich kann mich noch ganz gut erinnern, auch mein allererstes Pferd war ein Döbener. Ein Döbener Pony, von dem habe ich ganz viel gelernt. Das ist schon ein bisschen Nostalgie hier, diese tollen Pferde zu erleben und immer wieder ein Hinweis, der weit ausgebildete Döbener, der ich überragende Pinocchio, vielleicht kannst du Jana noch einmal einen Ansatz zur Passage reiten, das war so beeindruckend, vielleicht kriegen wir da ein schönes Foto von, weil dieser Versammlungsgrad ganz, ganz toll. Und danach sehen wir noch einmal fliegende Galoppwechsel. So, der verkürzte Trab mit Schwebephase, jawohl, ohne Sattel. Also das ist ganz beeindruckend. 18 Jahre alt. So, perfekt. Döbener in der Passage. Das gibt's nur hier in Wittrad. So, dann galoppieren wir noch einmal und dann zeigen wir noch mal einen fliegenden Galoppwechsel. Toll, das Gespann hier. Herrlich, die beiden 13-Jährigen. Ihr reitet sie wunderbar hier, eure toll gepflegten Ponys. Jawohl, sehr schöner Wechsel. Schöner Wechsel nach rechts. Jetzt gleich kriegen wir noch einen nach links. Ohne Sattel. Perfekt. Super. Absolut schön durchgesprungene fliegende Galoppwechsel. Vielen Dank. Jana Kamps. Vielen Dank. Selina Plogmann. Vielen Dank. Cara Simone Stamka. Und unser Fahrer hier. Ganz bestechend. Dieser tolle Viererzug. Heinz Willi Gerards und sein toller Viererzug. Dankeschön. Jana? Toll hier im starken Trab der Ausritt. Vorsicht, Kutsche. Vorsicht, die Kutsche kommt von hinten. Geht mal eben ein bisschen auf die Seite. So. Gut.